So, Ivan, willst du die gute oder die schlechte Nachricht hören? Lieber zuerst die schlechte. Wir machen die schlechte. Besser kann es nur werden. Meine Freunde, meine Kunden und gerade die im Weinclub wissen das eigentlich auch. Ich kann überhaupt nichts mit Sauvignon Blanc anfangen. Okay. Überhaupt nichts. Und es gibt zwei, die ich mag. Einer kommt von der Loire, von der Domaine Redde. Das ist der durchgeknallte, der einen Hektar Weinberge gesprengt hat. Kenne ich, sehr gut. Da war ich im letzten Jahr und habe den Vertrieb für die Weine übernommen. Das ist sensationell. Ja. Und den da. Das ist irre. Also ich habe jetzt das Glas, ja, und das bewege ich hier ein bisschen. Und das kommt. Aber sowas von sauber und brillant fast schon. Respekt. Gut. Ja, Sauvignon Blanc sind Weine, die sind nicht Weine für jeder. Also Sauvignon Blanc sagt man ja ganz, ganz oft, oder man mag die oder man mag die nicht. So, das ist, und das heißt ja auch immer umgangssprachlich, gehst du in ein Weingut, probier den Sauvignon Blanc und eventuell, wenn die haben, den Pinot Noir. Wenn die gut sind, dann passt der ganze Rest auch, weil es sind die schwierigsten Weine, die es im Anbau gibt. Ist das und so, das ist so. Deswegen vielen Dank für das Kompliment. Ja, wir haben hier Sauvignon Blanc reif 2019 im Glas. Frisch-fruchtige Variante vom Sauvignon, alles im Stahltank ausgebaut und wächst in ganz, ganz hohen Lagen. So, Südtirol hat ja diese tolle Sache, dass wir Weinbau von 200 Meter Meereshöhe bis auf fast 1000 Meter Meereshöhe betreiben können. Das ist eine Einzigartigkeit, das gibt es in ganz wenigen Regionen, Weinbauregionen der Welt. Ja. Und dadurch haben wir halt viele Optionen. Wir können wärmeliebende Sorten anbauen, aber wir können auch Sorten anbauen, die das kühle Klima lieben. Ja. Und alle 100 Meter, die wir nach oben gehen mit den Weinbergen, haben wir ungefähr eine Woche Reifeverzögerung. Und dadurch ergibt sich halt ein ganz, ganz tolles Aromaspiel. Auf 500, 600 Meter haben die Sauvignon-Weinberge eher so tropikalische Fruchtaromen. Je höher wir gehen, desto kühler wird das Ganze. Ja. Geht mehr eine Johannisbeere, so eine Cassis-Aromatik, auch was Grünes, was Vegetales. Und dann können wir jedes Jahr toll im Keller, wir bauen ja alles getrennt aus, alle unsere Weinberge, getrennt ausbauen und dann in der Cuvée, in der Endcuvée spielen. Dadurch, was in deinem hübschen Köpfchen so vorgeht, was du gerne machen willst. Genau. Mit deinem wunderbaren, netten Vertriebsleiter Lars haben wir das bei mir zu Hause probiert. Und uns ist da irgendwie so tatsächlich von Tomaten der Strunk so eingefallen, einen von uns dreien. Und das ist ja wirklich da drin. Ne? Ja, also 2019 war ein für Südtirol kühles, spätes Jahr. Wir reden ja immer von Klimawandel. Und 2019 war vom Klimawandel überhaupt keine Spur, muss man jetzt wirklich sagen. Wir waren ganz, ganz spät dran. Und dadurch waren in den hohen Lagen, wo diese Weinberge auch hohe, steile Lagen, auch wo diese Weinberge einfach auch stehen, eine verzögerte Reife. Und in einer verzögerten Reife hast du einfach eine kühle Aromatik drin. Und zur kühlen Aromatik zählen halt auch diese vegetabilen Aromen ein bisschen auch. Ganz typisch für den Sauvignon Blanc, sage ich, weil da stehen die Kunden drauf. Ja, es gibt ja auch richtig gute, das ist keine Frage. Ja. In Südtirol sowieso, aber ich mag halt zum Beispiel diese ganzen Bomben auf Übersee, bin ich draußen. Hier weiß ich, dass es wirklich Mineralität ist, die kommt aus den Bergen. Ja. Die kühle Region macht einen anderen Charakter. Ja. Und das dann wirklich wie eine großartige Champagner-Cuvée Jahr zu Jahr zu formen und zu sagen, ich habe da eine Idee. Es kommt hier einfach gut rüber. Das ist eine ganz, ganz, ganz saubere Arbeit. Das ist frisch. Keine Ecken, Kanten, da ist nichts. Das ist einfach nur sauber. Ein bisschen Brennnessel, Minze noch dabei. Respekt. Teiggerichte großartig. Frage generell. Passt zu sehr komplexer Küche ein. Fisch fällt mir auf alle Fälle ein. Ja. Thai Curry, solche Geschichten. Ja. Schön einsetzbar. Wobei ich auch einfach mal aus dem großen Weinglas mir abends sage, ich belohne mich mal, weil ich so einen ganz, ganz schweren Job habe und jeden Tag mit solchen Menschen wie dir arbeiten muss. Und dass ich dann sage, wie kriege ich das jetzt hin? Dann mache ich mir ein schönes Glas Sauvignon Blanc auf. Was ganz, ganz toll ist bei diesen Weinen, vor allem beim Sauvignon Reif hier, das sind Weine, die haben ein riesiges Alter. Also man kann die jetzt frisch-fruchtig mit den Aromen, die du gerade beschrieben hast, jetzt trinken. Das sind aber auch Weine, die man in 5, 10 Jahren genießen kann mit einem evolvierteren, mit einem entwickelteren Reifepotenzial. Dann geht es mehr in so eine tropische Richtung, in so eine Aprikosen-Maracuja-Richtung auch, ein bisschen Mango auch, etwas Reifes. Und das passt natürlich hervorragend zu vor allem Curry-Gerichten, asiatischen Gerichten und komplexer Küche. Aber das ist alles ausgewogen mit knapp 13%, schätze ich, oder? Alkohol. Bringen die mit? Genau, wir sind durch die Höhenlagen, ist die Reife verzögert.
Die Zuckergehalte von den Trauben sind natürlich nicht allzu hoch. Und wir haben hier 12,9 Volumensprozent. Freuen wir uns doch sehr drauf. Scroll.